Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Symphonic Livebox von Mono Inc. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Symphonic Live von Mono Inc. Das Ganze erscheint morgen am 24. Mai. Ich habe das Glück, euch die Box heute schon vorstellen zu dürfen. Jawohl, wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien. So, einmal durchziehen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, hier kommt uns schon ein Zettel entgegen, der hier scheinbar am Boden der Box festgemacht war. Dazu gleich mehr. Wir haben hier eine schwarze, eher flache Box, quadratisch das Ganze. Hier haben wir einmal den Namen der Band. Mono Inc. lesen wir hier. Symphonic Live. Also es ist ein, wie der Name schon vermuten lässt, Live-Album. Dann haben wir hier 6 Gestalten mit diversen Streichinstrumenten. Und dann haben wir hier eine Klavier, ja, einen Abschnitt eines Klaviers, eine Klaviertasten. Abbildung und darüber das Logo von Mono Inc., also hier dieser Rabe mit den ausgestreckten Flügeln. Hier lesen wir dann auch wieder Mono Inc., natürlich mit dem Logo. Rechts den Albumtitel Symphonic Live, oben wieder Bandname plus Logo und links Albumtitel. Auf der Unterseite ist das Ganze in schwarz gehalten. Wir haben hier das Label No Cut Entertainment und der Vertrieb SPV GmbH. Hier gibt es dann noch einen Barcode und Internetadressen. Und dann haben wir noch hier einen Zettel, einen Infozettel, der war hier so angebracht. Also diese Seite hat nach oben, also Richtung Boxdeckel geschaut. Mono Inc. inklusive exklusives Merchandising im eigenen Fanshop. Okay, also hier gibt es eine eigene Tour-Kollektion zu dieser Symphonic Tour. Und auf der Rückseite, also das wäre die, die jetzt sichtbar gewesen wäre, auf der Unterseite, haben wir dann den Boxinhalt. Mono Inc. Symphonic Live limitierte Fanbox. Limited Edition 2 CD, DVD, Digipack. Okay, also wir werden da 2 CDs und eine DVD vorfinden, sprich 3 Tonträger. Erlesener schwarzer Federkugelschreiber. Exklusive Mono Inc. Symphonic Flagge, 120x80 cm, laminierter Tourbus mit Lanyard, also Schlüsselband, und handsignierte Grußkarte. Alles klar, hier auch nochmal die Boxinhalte so aufgelistet. Dann haben wir hier die Credits und einen Barcode. Und hier gibt es noch einen FSK 12 Hinweis. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mit der Box. So, der Deckel ist abnehmbar. Von innen glattschwarz. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal den Kugelschreiber. Dann haben wir hier wohl die Fahne. Die CDs plus die DVD. Diesen Lanyard, also diesen Anhänger für den Pass. Dann haben wir hier den Tourpass und die Grußkarte, also ja, eine Autogrammkarte. So, auch hier die, so kratzt das so, dann auch hier die Unterseite in schwarz von innen. Dann packen wir mal die Box wieder zur Seite und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir die gleich mal rausholen. So, einmal dieser Kugelschreiber, dann natürlich die Fahne, und dann natürlich das Album. So, was lesen wir hier noch? Danke für eine ausverkaufte Symphonic Tour, bis zum nächsten Mal. Okay, und dann haben wir auch einen FSK 12 Hinweis hier wieder auf der CD, also auf dem Cover.
Gut, also ich dachte eigentlich, das wäre auf der Folie. Es ist hier dann angebracht. Ja, was hier gut gemacht wurde, der FSK-Hinweis ist hier aufgeklebt worden und nicht aufs Cover aufgedruckt. Das gefällt mir gut, somit kann man den dann entfernen und das Cover ist von der Optik nicht so beeinträchtigt, weil so sieht das ja, um ehrlich zu sein, echt bescheiden aus. Und das hier oben rechts, dieser Hinweis, ist ebenfalls mit einem Sticker angebracht. Und wenn man diese beiden dann entfernt, dann kann man das Cover hier auch ganz in seiner vollen Pracht genießen. Also, Mono Ink Symphonic Live lesen wir auch hier wieder. Hier haben wir wieder diese diversen Gestalten mit den Streichinstrumenten und hier in der Mitte, die nicht verhüllt sind unter Kapuzen, beziehungsweise eher doch so ein bisschen. Aber die vier sichtbaren Gestalten, nennen wir es mal so, sind die Mitglieder der Band. Also Mono Ink besteht aus diesen vier, aus diesen drei Herrschaften und dieser einen Dame. Also hier für den Gesang zuständig, dann die Dame neben ihm ist für das Schlagzeug zuständig und dann haben wir hier noch Gitarre und Bass. So sieht das aus. Es ist ein Digipack. Es gibt insgesamt schon 10 Alben von Mono Ink. Das allerdings ist die erste Kompilation bzw. das erste Konzertalbum. So sieht das aus. Digipack, auch hier wieder Barcode. Also es gibt das auch regulär zu kaufen in dieser Variante, in diesem CD-Digipack inklusive DVD, nicht nur in der Box. Wir haben hier Akt 1 und Akt 2. Okay, also wir haben hier diverse Tracks. Wir haben hier bei Akt 1, 2, 4, 6, 7 Tracks und dann haben wir Akt 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Tracks. Kommen wir auf insgesamt 18 Tracks. Was man dazu sagen muss, es sind ganz gemischte Tracks. Also es sind Tracks von dem letzten Album natürlich, Welcome to Hell, aber es sind auch ältere Hits und so, ja, ich sag mal Evergreens der Band mit drauf. Gut, so sieht das Ganze dann von innen aus, das Digipack. Wir haben hier über die beiden Hälften dieses Logo, diesen Raben, der sich hier erstreckt. Wunderbar. Und dann kommen wir als erstes zum Booklet. Das ist hier seitlich in seiner Stecktasche untergebracht. Cover kennen wir bereits. Jawohl. Das gefällt mir schon mal richtig gut, dass man hier mal wieder die Lyrics abgedruckt hat. Wirklich Wort für Wort hat man hier jeden Track erfasst. Ich bin ein Riesenfan von Booklets, die auch Lyrics beinhalten. Sehr schön. Also, ihr seht, das Ganze ist in so einer, ja, Pergament oder altem Papier in so einer Optik gehalten, wie so ein altes, vergilbtes Buch. Sieht echt gut aus. Dann haben wir hier in der Mitte über beide Hälften ein Foto der Band mit der Unterstützung des Orchesters. Weitere Lyrics. Dann hier diverse Fotos. Jawohl. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits. Also hier eine umfangreiche Danksagung. So sieht das aus. Und hier dann eben noch die Credits zum Album. Sehr schön. Dann haben wir die CD Nummer 1. Also, auch hier wieder der Rabe abgebildet. Live Akt 1 nennt sich das hier. Der Rabe auch hier wieder zu sehen. Das Ganze in so einer Tonleiter-Optik. Haben wir hier so diverse Zeilen und Noten, Notenzeilen. Dann Nummer 2, Live Akt 2. Jawohl. Und dann haben wir die DVD. Diese wurde aufgezeichnet in Leipzig im Haus Auensee. Ist diese DVD entstanden, also bei dem Tourstopp in Leipzig wurde das aufgezeichnet. Okay, und hier haben wir dann noch eine kleine Botschaft. Was lesen wir hier? Liebe Freunde, der Spaß auf der Bühne und eure unfassbare Resonanz zu den Konzerten der Symphonic Tour übertraf unsere kühnsten Erwartungen. Dank euch und für euch, ja, das ist jetzt schwer zu lesen, weil da genau dieser CD-Stöpsel ist, haben wir uns, glaube ich, steht hier, spontan entschieden, das Konzert in Leipzig aufzunehmen
und dieses für immer in diesem Live-Album festzuhalten. Danke für eine komplett ausverkaufte Tour. Ja, und dann haben die vier Personen, die vier Bandmitglieder noch unterschrieben, also namentlich Martin, Karl, Manuel und Kata. Ja, so viel dazu. Das war das Digipack mit den beiden CDs und der DVD. Dann haben wir einen Pass. Und zwar ist das ein Pass zu der Symphonic Tour. In diesem Fall ein AAA-Pass. Also das steht für Access All Areas. Kennt vielleicht der ein oder andere von Veranstaltungen, von Konzerten. Das bedeutet, man hat mit diesem Access All Areas Zugang oder eine Berechtigung zum Betreten aller Bereiche. Das ist so ziemlich das Höchste, was man da an Berechtigungsstufe erlangen kann. So sieht das aus. Hier hinten haben wir dann noch die Tourdaten der Symphonic Tour. Und das Ganze kommt hier mit diesem Schlüsselband, mit diesem Lanyard, der auch beidseitig komplett gestaltet ist mit Mono Ink Symphonic Tour. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Karabiner, wo man eben diesen Tourpass hier reinmachen kann. Aber ihr könnt natürlich auch jetzt euren Schlüssel oder was auch immer hier daran befestigen. So, dann, sowas habe ich noch nie in einer Box gesehen. Und zwar haben wir hier eine Feder, in diesem Fall einen Federkugelschreiber. Eine schwarze Feder, Mono Ink, lesen wir auch hier wieder. Mit dem Logo natürlich darunter, so sieht das aus. Und hier vorne dann entsprechend die Kugelschreiberspitze. Ich schaue mal ganz kurz, welche Farbe der zutage bringt. Naja, natürlich, wie sollte es anders sein? Der schreibt natürlich schwarz. So, dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Die ist echt groß. Also für eine Autogrammkarte echt, echt groß. Quadratisch gehalten. Hier wieder die ganze Band abgebildet. Und hier haben wir dann nochmal die vier Namen. Wie gesagt, Karl, Martin, Kata und Manuel, die hier unterschrieben haben. Und auf der Rückseite der Rabe, das Mono Ink Logo. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch die Fahne. Also ich glaube, vor allem diesem Boxinhalt ist die Größe und das Format der Box geschuldet. Ist natürlich jetzt so eine Sache, das hier rauf zu kriegen. Aber wir haben im Prinzip das Format, also was sage ich, das Format, dieses Bild, diese Abbildung haben wir im Hochformat auf dieser Fahne. Bedeutet, die Fahne ist, wie schon vorgelesen, 80 cm breit. Hier unten ist eben dieser laubbedeckte Boden. Dann haben wir hier die Band samt der Streicher abgebildet. Recht düster das Ganze. Und darüber dann die beiden Schriftzüge Mono Ink und Symphonic. Ja, wie gesagt, 120 cm hoch, 80 cm breit. Und wir haben hier, das habe ich um ehrlich zu sein auch noch nie bei einer Fahne gesehen. Ich kenne das, dass man hier dann irgendwie so Ösen reinmacht, Metall- oder Stoffösen, und das Ganze dann hier mit so Ringen löst. Allerdings hat man dann hier darauf verzichtet und hier so Stoffschlaufen reingenäht. Also, hier keine Ringe, keine Ösen, sondern eben Schlaufen. Die haben wir, wenn ich mich nicht irre, jawohl, an allen vier Ecken dieser Fahne. Und damit kann man das dann gut aufhängen. Und das möchte ich euch auch noch zeigen. Wir haben es hier zu tun mit 100% Polyester. Und das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. So, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Wir haben hier einmal die eben gezeigte Fahne, 120 cm hoch, 80 cm breit. Das Ganze mit diesem Foto, mit dieser Abbildung hier eben im Hochformat. Dann haben wir hier die Autogrammkarte, diese Grußkarte von allen vier Bandmitgliedern unterschrieben. Das Ganze quadratisch. Das Schlüsselband, dieser Umhänger mit diesem Tourpass. So sieht er aus, Access All Areas. Dann dieser Kugelschreiber in dieser schwarzen Federoptik. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 18 Tracks
auf zwei CDs verteilt und dann natürlich auch noch die DVD der Live-Aufzeichnung beim Konzert in Leipzig. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Symphonic Live von Mono Inc. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mono Inc. unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.